dürfen bald nur noch Geringverdiener mit 63 in Rente gehen und die anderen nicht mehr. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie kennen ihn wahrscheinlich, den Wirtschaftsweisen Martin Werding. Der sitzt ja sozusagen beim Bundeskanzler mit dem Kanzleramt und flüstert denen immer seine Weisheiten ins Ohr. Und der hat jetzt wieder so ein Ding rausgelassen. Die Rente mit 63 soll es nur noch für eine Personengruppe gehen. Und die darf dann nur noch frühzeitig in Rente gehen. Und das sind die Geringverdiener. Werding will damit verhindern, dass, sagen wir mal, gut verdienende rentenversicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorzeitig in Rente gehen. Und er ist auch einer von denen, die im Grunde genommen nichts anderes sagen, als dass sie die Rente mit 63 abschaffen wollen. Und je mehr Menschen vor dem eigentlichen Renteneintrittsalter in Rente gehen, umso früher werden sie dem Arbeitsmarkt fehlen. Das ist ja eine Logik. Wenn das der Herr Werding schon festgestellt hat, dann muss ich sagen, ganz ehrlich, da weiß ich gar nicht, warum der so viel Geld verdient. Das weiß ich auch, meine Damen und Herren. Und der sagt schlicht und ergreifend, es fehlen uns dann die Arbeitskräfte. Und wir haben ja demografischen Wandel. Ja, das war aber schon, aber der demografische Wandel und die Folgen, lieber Herr Werding, das muss Ihnen eigentlich schon viel länger bekannt sein, das Problem. Und jetzt ist es eigentlich zu spät, auch mit dem, was Sie hier vorschlagen, ist es letzten Endes auch zu spät, selbst wenn man es umsetzen würde, was ich strikt ablehne, das ist klar. Kommt jetzt Werding sozusagen damit um die Ecke und sagt, dass nur noch diejenigen die abschlagsfreie Rente, die abschlagsfreie Frührente bekommen sollen, die pro Beitragsjahr weniger als 60% des Durchschnittsentgelts aller Versicherten verdient haben. Und fordert damit nur noch die Rente mit 63 für Geringverdiener. Also die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte soll es dann nur noch für Geringverdiener geben. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie besonders belastende Tätigkeiten ausgeübt haben und vor Erreichen der Regelaltersgrenze gesetzlich, gesundheitlich am Limit sind, steigt damit deutlich an, meine Damen und Herren. Seiner Meinung nach seien Versicherte, die Frührente in Anspruch nehmen, überdurchschnittlich gesund und würden oft noch als Fachkräfte benötigt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben natürlich ein ganz, ganz großes Problem bei der ganzen Geschichte. Das ist die Geschichte oder die Frage der Wahrhaftigkeit. Und da muss ich dann Herrn Werding mal dagegen halten und ihm sagen, lieber Herr Werding, ich vermute mal, Sie werden als Professor eine Pension bekommen irgendwann mal und Sie werden von Ihren eigenen Vorschlägen nicht betroffen sein. Natürlich können Sie sich jetzt hinstellen und sagen, naja, ich bin so oder so nicht betroffen, weil ich ja lange arbeite. Aber nun stellen Sie sich doch bitte mal die Frage, wie Ihr Vorschlag bei denjenigen ankommt, die mehr als 60% verdienen, 65 oder 70% und in Pflegeheimen, in Krankenhäusern 45 Jahre hart gearbeitet haben. Die dürfen dann auf einmal nicht mehr vorzeitig in Rente gehen, abschlagsfrei. Wie würden Sie das finden? Also ich finde, das ist keine gute Idee. Und deshalb, lieber Herr Werding, ein No-Go für Ihren Vorschlag. Ich halte diesen Vorschlag für absolut nicht zielführend. Viel wichtiger wäre es, wenn wir in Deutschland darüber diskutieren, eine Erwerbstätigenversicherung für alle Erwerbstätigen in der gesetzlichen Rente einzuführen. Wir wissen ja auch alle, dass das Thema gesetzliche Rente das Bundestagswahlkampfthema Nummer 1 sein wird. Und die Parteien, einige Parteien haben sich schon positioniert, CDU, CSU, FDP wollen höhere Rentenabschläge einführen, Verlängerung der Lebensarbeitszeit und noch vieles andere mehr. SPD, da ist es noch ein bisschen unklar, was die eigentlich wollen. Die Linken wollen die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung, einer Mindestrente, einer armutsfesten Mindestrente. BSW will auch die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung nach dem Modell Österreich. Und ja, die AfD, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, was die eigentlich wollen in Sachen Rente. Aber so wie ich das mal gelesen habe, will zumindest die AfD erreichen, dass auch Beamte und Politiker in die Rentenkasse einzahlen. Aber wie es dann insgesamt mit der Rente weitergeht, das werden wir dann sehen, wer dann bei der nächsten Bundestagswahl als nächster Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin gewählt wird. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Abschaffung Rente mit 63.
oder dann eben nur noch Rente mit 63 für Geringverdiener. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.